Ja, es war natürlich eine Herausforderung irgendwo, oder es ist alles immer noch eine Herausforderung, und man hat ja leider Gottes die Saison immer wieder verschieben müssen. Deshalb ist unser erster Plan von allen Vorbereitungsspielen, die wir grundsätzlich hier mit vielen Schweizer Clubs machen, das muss man natürlich alles über Bord werfen. Und so ist eigentlich erstmal gewachsen, dass man versucht, ein Vorbereitungsturnier in irgendeiner Form zu gestalten mit den Mannschaften innerhalb der Liga, weil das natürlich jeden betroffen hat, jeden Club in der Liga. Und so wollte man immer was ja, mitwachsen lassen, aufgrund des Saisonstarts, was bis jetzt immer noch nicht festgezurrt war. Aber wir haben uns jetzt entschlossen, endlich an den Start zu gehen mit einem Turnier, mit dem Magenta Sport Cup. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, für die Liga, für das deutsche Eishockey. Und ja, so ist der Plan entstanden, und ich freue mich, dass 8 Mannschaften dabei sind. Ja, wir werden natürlich schon versuchen, mit unserer Mannschaft uns sehr gut vorzubereiten auf dieses Turnier, weil es auch unsere Gruppe eine sehr große Herausforderung für uns, die wir sehr gerne annehmen. Ich liebe es, auf hohem Niveau zu spielen mit der Mannschaft, und das nehmen wir an. Und wenn wir ein Spiel bestreiten oder ein Turnier bestreiten, dann wollen wir das natürlich gewinnen. Und das sollte unser Ziel sein. Nein, absolut. Ich traue meiner Mannschaft das schon zu, dass wir da mithalten. Unsere ganzen Tests, die wir bis jetzt machen konnten, waren sehr, sehr gut. Also von der Fitness und von den Voraussetzungen, die wir hier natürlich haben, sind wir sehr gut gerüstet. Und deshalb nehmen wir die Herausforderungen sehr gerne an. Ja, wir starten mit unserem Auswärtsspiel in Berlin. Danach werden wir noch 2 weitere Auswärtsspiele haben, haben dann unsere 3 Heimspiele. Ich denke, ja, um reinzukommen, sind Auswärtsspiele vielleicht gar nicht so schlecht. Und wir haben dann bei unserem Heimspiel vielleicht schon eine sehr gute Leistung, die wir abrufen können zu dem Zeitpunkt. Und wenn wir dann mindestens nur den ersten 2 sind, sind wir auch im Halbfinale. Klar, der Gruppenerste hat dann auch Heimrecht. Und dann werden wir das Halbfinale bestreiten. Und wenn wir dann siegreich sind, dann gibt es nur noch eine Hürde, und dann müssen wir das Endspiel gewinnen. Ja, wir wollen natürlich versuchen, so viele Zuschauer wie möglich in unsere tolle Arena zu bekommen, die hier gewachsen ist den Sommer über, bis ins kleinste Detail durchdacht. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, und das wird jedem Spaß machen. Wir wollen natürlich versuchen, dass so viele Zuschauer wie möglich kommen. Aber das liegt nicht in unserer Hand, und wir werden versuchen, das von Woche zu Woche zu sehen. Auf unsere Heimspiele hin werden wir dann natürlich immer mit Informationen nach außen gehen, was möglich ist. Und wir werden das Bestmögliche für unsere Fans gestalten. Absolut. Also wir sind sehr, sehr froh, und es war sehr, sehr wichtig fürs deutsche Eishockey, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, dass wir darauf hinzuarbeiten können, dass das Hockey wieder fassbar ist, wieder sichtbar ist. Ich glaube, das brauchen wir ja auch in der Voraussicht, dass wir einfach auch unsere normale Saison dann auch planen können. Und wir müssen schauen, dass wir wieder zurückkommen aufs Eis. Das haben wir jetzt gemacht, diese Entscheidung. Man sieht auch bei den Spielern, die freuen sich schon wie kleine Kinder darauf, und das wird sehr viel Spaß machen.